Hallo Welt, da sind wir wieder hier auf dem Weg zur Pritwin. Es regnet, es ist nass natürlich und außerdem ist es dunkel draußen. Wir gehen nochmal 3 Stunden schlafen, oder Curie? Du willst es doch auch. Ein weiterer Tag an deiner Seite. Genau, Curie, an deiner auch. Und guck mal, was für ein schönes Wetter wir jetzt haben. Wunderbar, das mit dem Schlafen hat sich also gelohnt. Ja, liebe Welt da draußen, es geht weiter zur Pritwin. Wir werden uns auch gar nicht hier groß aufhalten lassen. Was ist das? Eine Puppe, okay. Wir werden uns auch gar nicht groß aufhalten lassen und einfach durchrennen. Komme, was wolle, wir haben einen Auftrag. Wir sollen den Ritter der Bruderschaft wohlbehalten zur Pritwin zurückbringen. Er hat ja jetzt seine Daten bekommen und wir füllen mal ein paar Flaschen. Ich wusste gar nicht, dass wir Flaschen eingesammelt haben. Nun, wir haben alles Mögliche eingesammelt. Da waren auch ein paar leere Flaschen dabei. Im Überlebensmodus können wir schmutziges Wasser dann einfüllen in die Flaschen. Was ziemlich praktisch ist. Daraus kann man Nudelschalen machen, wenn man schon Klingenkorn gefunden hat. Waren wir hier schon mal drin? Ja. Wir haben Boston aufgeräumt vor kurzem. Da waren wir überall schon drin. Machen wir einen Abstecher zur Railroad mit dem Gelehrten hier, mit dem Ritterschaftstypen? Na, ich weiß nicht. Vielleicht lieber nicht. Da ist doch die Pritwin. Ja, ja, wir müssen aber einen Landweg finden, nicht den Seeweg. Den Seeweg, den würden wir schon sehen hier hinter dem Haus. Ja. Grüne Tür, Green Door. Shaken Stevens. Moment. Ah, das Boxstudio. Ja, das kennen wir. Da waren wir drin. Das war gar nicht so lustig, wie sich das jetzt angehört hat gerade. Aber da kann man ziemlich gut was finden. Ich glaube, es gibt irgendwo noch eine Bowlingbahn. Die haben wir noch nicht gefunden. Wir haben ja mal nach Plastik gesucht, um Jet herstellen zu können. Um Jet Boost dann auch später daraus zu machen, um das dann zu verkaufen. Und auf so einer Bowlingbahn findet man normalerweise doch recht viel Plastik in Form von diesen Kegeln oder von diesen Bowlingkugeln eben. Ja, aber in Boston direkt, also daran kann ich mich nicht erinnern, dass wir da schon mal eine Bowlingbahn gefunden hätten. Wir haben aber schon eine etwas außerhalb mal gefunden. Ich weiß nicht, wie das heißt, General Robotics oder ja, bei diesen Mr. Handys mit Mr. Gutsies und so weiter. Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Wir sind aber auch schon fast da. Warum an dieser Stelle fühle ich mich immer so erinnert an die USS Constitution? War das etwa hier? Nein, das war doch gar nicht hier. Ich weiß nicht, aber diese Stelle erinnert mich irgendwie an die Szene. Ja, entweder schwimmen oder außenrum. Ich bin für außenrum. Jetzt sind wir ja sowieso schon so weit außenrum gegangen. Wird uns hier der Weg versperrt? Das gibt's doch nicht. Lasset uns vorbei. Ja, sie lassen uns vorbei. Ach, wir müssen hier... Ah, ich weiß schon. County Crossing. So weit außenrum. Ja, wären wir doch mal lieber geschwommen. Naja. Jeder Schritt hält fit, also... Ah, unsere Lucretia könnte aber ein bisschen Ruhe schon vertragen. Hier, komm, wir nehmen das Motorrad. Das sieht doch noch gut aus. Die Reifen sind so, naja, die Reifen sind platt. Vorne zumindest. Telefon? Na, sieht auch nicht so gut aus. Hatte schon bessere Tage. Ja, und das Badewannenboot hier, das könnten wir nehmen, um darüber zu kommen. Ach, wo, so ein Unsinn, das brauchen wir doch alles nicht. Können wir ein paar Bäume fällen hier? Anderer Titel. Wir haben auch die Kettensäge nicht dabei jetzt. Ach, muss das denn jetzt sein mit dem Wetter? Ach, ich lasse mich davon gar nicht beeindrucken. Ist egal. Sei es, wie es will. Dann werden wir eben ein bisschen nass. Wenigstens nur von oben. Immerhin. So schlimm ist es nicht. Ja, die Pritwin, was wird uns da erwarten? Werden wir es schaffen, so überladen, wie wir sind? Oder stürzen alle wieder in den Tod? Ich hoffe, wir können vorher noch mal irgendwo abspeichern. Also schlafen gehen, meine ich damit. Schöne Pfütze. Ja, von wegen, wir werden nur von oben nass, jetzt auch noch von unten. Ja.
Ja, ich hatte so den Eindruck, es gab so Zeiten, da wusste man ganz genau, in welcher Ruine irgendwie ein Schlafsack oder so etwas ist. Aber das war vielleicht in Nuka World, liebe Welt da draußen. Das war gar nicht hier. Im Commonwealth. In Boston. Aber irgendwo, wir könnten uns doch normalerweise auch hier in so eine Badewanne dort reinlegen und da ein Stündchen pofen. Müsste doch auch gehen. So ein Haus, da ist doch bestimmt irgendwie ein Schlafsack drin. Schlafsack, wo bist du? Hier waren wir noch gar nicht, oder? Nein, scheinbar nicht. Es ist ein Wunder, dass du dich überhaupt noch bewegen kannst. Curie, ich wundere mich auch. Der dicke Fatman dabei und total überladen sind wir. Ach, jetzt ehrlich, keine Schlafmöglichkeit hier für Curie und mich. Ja, dann müssen wir durchhalten. Moment, ich habe was Rotes gesehen. Habe ich da richtig gesehen? Ja. Curie, pass auf. Der Pinsel war zu schwer. Ja, da müssen wir jetzt durch. Oh, ich sehe hier keine Schlafmöglichkeit. Wir sind hier falsch. Da müssen wir hin. Ich glaube, es könnte hier irgendwo eine Art Siedlung oder so etwas geben. Eine Werkbank also. Eine Werkstatt vielmehr. Ja, und wenn wir die Siedlung schon hätten, dann könnten wir da natürlich schön schlafen gehen. Meine Schicht war lang, aber ich freue mich, dass wir hier draußen etwas erreichen können. Jep. Da hätten wir uns dann also ein Bettchen bauen können und schlafen gehen können. Können wir hiermit nicht rauffahren? Oh, das ist nicht hoch genug, okay. Ja, komm, keine Angst vor den Vertibirds. Naja, vor den Vertibirds habe ich ja keine Angst. Vor dem Sturz, wenn man da runterfällt von der Pritwin. Da mache ich mir doch ein paar das Gedanken. Das ist unser Versorgungslager. Verschwinde, wenn du nicht dienstlich bist. Ihr seid alle so nett. Wo sind denn eure Betten hier? Dank wo schlaft ihr? Vertibirds sollten wir die Lufthoheit haben, die wir brauchen, um diesen Krieg zu gewinnen. Haha, die stürzen doch ständig ab. Was erzählst du da für einen Unsinn? Ja, okay, ich glaube dir. Wenn du das glaubst, dann glaube ich dir auch und dann wird's schon eintreten, so wie du sagst. Wir haben hier noch nie gelootet, echt? Na, da seid ihr aber gut weggekommen alle hier. Ach, wir stürzen doch sowieso gleich ab. Oder? Der Gelehrte wird tot sein. Zack, peng. Ach, Kea. Ihr habt gar keine Betten hier. Moment, ihr müsst aber sowas wie eine Kaserne oder sowas haben. Irgendwie so ein Unterschlupf. Das ist hier sowas wie eine Kaserne. Naja, was man eben Kaserne nennen will. Wir gucken nur einmal kurz hier, ob hier nicht doch irgendwo ein Bettchen versteckt ist. Ich habe ja in den Kommentaren gelesen von euch, liebe Welt da draußen, es soll ja sehr interessante Aufgaben geben im Keller hier des Bostoner Flughafens, also. Nichts drin. Ja, vielleicht gibt es da auch Betten. Betten. Ach komm, wir schaffen das schon. Vielleicht werfen wir vorher irgendwie ein Psycho ein. Ein Jet. Ich habe umfangreiche Quarantäneprotokolle für Flughäfen im Fall einer Pandemie. Ich glaube, diese Informationen können jetzt bedenkenlos gelöscht werden. Ach echt? Behalt sowas ruhig. Vielleicht irgendwann können wir das doch nochmal gebrauchen. Curie, du bist immer schnell mit dem Datenlöschen. Mach doch lieber ein Backup. Kauf dir neue Festplatten. Backup alles und irgendwann in 20 Jahren wirst du merken, das haben wir nie gebraucht. Das hätten wir auch sofort löschen können. Ah. Ja, liebe Welt da draußen. Wollen wir Wetten abschließen? Das ergibt gar keinen Sinn, was ich hier mache, das Ganze einsammeln.
Ja, hier haben wir uns ja noch nie umgeguckt. Sagt mal, wo schlaft ihr denn? Naja, ihr sollt Wache schieben und nicht schlafen wahrscheinlich. Zwei in den Kopf und tot bleibt der Tropf. Gute Faustregel. Oh, Mama Mia. Ja, okay. Bin ich mit einverstanden. Wenn noch was übrig ist vom Kopf natürlich. Ach, so viele Sitzmöglichkeiten und keiner kam auf die Idee, hier mal ein Bett oder einen Schlafsack wenigstens hinzustellen. Das Dach ist weg. Das Dach, das ganze Gebäude drumrum ist weg. Hier ist ja gar nichts mehr. Da drin ist auch nichts, wie ich sehe. Ja, dann haben wir uns wenigstens einmal umgesehen hier. Okay, dann geht's jetzt rauf. Verdammte wilde Gule. Strahlung hat einen echt kranken Sinn für Humor. Wehe, es springt einer von der Pritwin runter, der nicht so aussieht und so rennt wie wir. Oh, 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 oh. Schnell durch die Tür, schnell durch die Tür. Na komm schon. Wir müssen doch schnell sein, Ladebildschirm. Wir haben doch keine Zeit. Die springen gleich alle wieder runter. Nein, nein, nicht schwarz malen. So schnell. Akari, du hast es geschafft. Ja, wie schön. Schnell hier durch. Durch, durch, durch. Und... Jetzt bin ich aber mal gespannt. Und? Seid ihr drin? Curie, du bist drin. Wo ist der Gelehrte? Echt? Der ist nicht runtergefallen, oder? Ich glaube doch. Kehrt zu Proctor Quinlan zurück. Das machen wir. Ich habe der Gelehrte ist nicht da. Ich glaube, der ist abgestürzt. Ach, dann lassen wir das auch so diesmal. Ja, ich glaube, das lassen wir einfach. Achtung, Pilot der Hellebarde auf Station Epsilon. Pilot der Hellebarde auf Station Epsilon. Das wäre alles. Na? So. Proctor? Mission beendet? Jawohl! Einzelheiten? Jetzt nicht. Was meinst du? Jawohl. Yes, Sir. Gut. Und hier, für deine Mühen. Da draußen wartet eine Menge Material. Also lass es mich wissen, wenn du mir weiterhin helfen möchtest. Tja, aber nicht nochmal, oder? Jetzt echt? Ja, jetzt echt. Nein, nein, wir haben erstmal genug. Momentan nicht. Das ist wirklich betrüblich. Die scheinen wertlos zu sein. Die müssen wir also nicht mitnehmen. Ich glaube, das machen wir doch noch einmal. Ich glaube, einen Auftrag hat er noch für uns. Oder ist das so ein endloses Ding? Schade, dass Schön, es nicht dran steht. Ich glaube, wir können viel voneinander lernen. Was hast du auf dem Herzen, Soldat? Ich rede nicht mit jedem hier. Curie, lass dich nicht anquatschen. Die wollen dich nur locken in ihre Powerrüstung. Dr. Quinlan. Ritter, in ihre Mercedes-Powerrüstung. Hast du vielleicht technische Dokumente? Oder möchtest du einer Forschungspatrouille helfen? Ja, ja. Nee. Oder? Ja, was denn nun? Machen wir das nochmal oder lieber nicht? Ach, wo? Nee, wir Momentan machen... Momentan nicht. Das ist wirklich betrüblich. Ja. Wir werden noch sehr viel mehr nicht machen für euch. Hast du gut geschlafen, Schatz? Ritter. Gut geschlafen. Hast du vielleicht... Wir haben nämlich noch was anderes zu tun. Oh, hoppla.
Ja, etwas anderes haben wir auch noch zu tun. Wir wollen ja noch zur Polizeistation in Cambridge. So, Curry, jetzt darfst du springen. Komm, wir springen beide, oder? Ja, so mit der Energie können die auch gut umgehen hier für rauf und runter fliegen. Ein Seil hätte es vielleicht auch getan. Oder eine Treppe. Ja, hätten sie uns mal bauen lassen sollen hier. Haben wir hier schon eingesammelt, hier vorne? Ja. Ach, nichts drin. Ah, Cams. Na also. Und was ist das für ein Rohr? Jetzt kommt's. Hier ist der Schlafsaal. Nein, kein Schlafsaal. Okay. Das Wetter könnte besser sein, Curry. Ach, wir haben doch das Wetterwechselgeschoss. Nutzt uns nur nicht viel hier. Haben wir da überhaupt was dabei? Ja, hier nicht, aber hier hätten wir das dabei. Einmal nach Gewicht sortieren. Und dann sollte es oben sein, meine ich. Oder nicht? Ist ja auch egal, wir können sowieso nichts mit dem Wetterwechselgeschoss jetzt anfangen. Ich überlege schon, wo wir als nächstes schlafen gehen können. Ich glaube in Bunker Hill. Von Bunker Hill geht es dann weiter Richtung Cambridge. Ja. Und Curry, macht's noch Spaß? Ja, du hältst dich fit, ich sehe das schon. Oh, eine Tür? Ah, nicht für uns, okay. Der ganze Müll. Die Bruderschaft. Verteilt Besen an die Bruderschaft. Wer ist das? Ein Versorger? Von uns? Nein. Dem Hut nach zu urteilen, ist das wahrscheinlich ein Plünderer. Hi. Hi, wie geht es dir? Hi, hast du auch so nasse Füße? Ja. Ah, okay. Ja. Ja, oder wollen wir zum Versteck des Mechanists? Aber ich wüsste nicht, was wir da jetzt gerade tun sollten. Außerdem, das Wetter klart auf. Ja, wir gehen erstmal nach Bunker Hill. Ach richtig, da können wir auch unsere Sachen erstmal abladen. Oh, wahrscheinlich dann aber in der nächsten Folge, liebe Welt da draußen. Diese Folge neigt sich dem Ende schon wieder. Na, habe ich da gerade irgendwas piepen gehört? Curry, hast du ein Smartphone? Ist das eingeschaltet? Ja doch, ich höre doch hier irgendwas. Tinnitus vielleicht, klingelt's nur im Ohr. Oder die Nachbarn haben vielleicht ein neues Telefon. Das kann ja auch sein. Ein lautes. So viele Versorger. Ihr seht aber alle glücklich aus. Eure Brahmine übrigens auch. Die Pack-Brahmin. Da hättet ihr noch so einen Autowrack oben drauf schnallen können. Ja, ob es auch Supermutanten Brahmine gibt? Doppelt so groß? Doppelt so schnell? Ach, so schnell sind Supermutanten eigentlich gar nicht. Wir haben es gleich geschafft. Wir kommen noch an.
glaube ich. Einmal schlafen gehen, das wäre schön. Ach, wir gehen hier lang mal. Den anderen Weg, den kennen wir schon, den nehmen wir immer. Öfter mal was Neues riskieren. Ein neuer Weg. Yeah. Ah, jawohl. Wir sind angekommen, liebe Welt da draußen. Spring darüber. Schubs es weg. Sprich lieber nicht mit den Raidern. Die können grob was zu trinken. Du bist also der neue Ritter, von dem ich gehört habe. Ramin! Schön, dich bei uns zu haben. Ja? Oh, was machst du hier eigentlich? Dein Futtertrog ist doch da in der Ecke. Ja, damit haben wir es geschafft. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.